Berlin, Stadt der steigenden Mieten. Davon haben die Mieterinnen genug. Kiezinitiativen und Stadtteilgruppen gehen gemeinsam auf die Straße. Der Vorbereitungskreis Stadtvernetzt ist der Versuch, die Sache, die jetzt passiert, überall in den Kiezen und Stadtteilen, dass sich halt die Leute organisieren, auf Berlin-Ebene zu vernetzen. Gefallen hat mir eben, dass so viele unterschiedliche Leute da waren und dass sie eben aus ganz verschiedenen Kiezen kamen, ob nun Kreuzberg oder Zehlendorf. Ich komme aus dem Schillerkiez und ich bin hier, weil meine Miete jetzt erhöht wurde zum Beispiel und ich einfach inzwischen fast die Hälfte meines Einkommens für die Miete aufwenden muss und ich habe noch ein Kind, das ich ernähren muss und das haut einfach nicht mehr hin. Wir kommen aus dem Wedding und die Teilnahme wegen der ständig steigenden Mieten und das kann mit der Zeit keiner mehr tragen. Also ich finde, zu einem menschenwürdigen Leben gehört bezahlbarer Wohnraum und der muss für alle, die sich es nicht leisten können, unterstützt werden oder bereitgestellt werden. Von der Politik erwartet sich die Mieter-APO nichts mehr. Selbst Splitterparteien wurden noch vor Beginn der Demonstration nach Hause geschickt. Es war jetzt eine zentrale Aktion, aber die war immer darauf angelegt, dass sie halt in den Kiezen selber sich organisiert. Dass die Kiezgruppen selber ihre Mobilisierung machen, wie sie es halt gerne möchten vor Ort, mit den Leuten, die da sind. An exponierter Stelle der Demonstrationsroute war die Polizei präsent. Dadurch machte sie unfreiwillig auf die Entwicklung des Berliner Wohnungsmarktes aufmerksam. Für die Kiezinitiativen ist der Tag als Erfolg zu werten. Ihr Thema ist endgültig in der Berliner Öffentlichkeit angekommen. Damit wurde die Grundlage für den weiteren Kampf gegen Mieterhöhung, Verdrängung und Armut geschaffen.